Ja, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. So, liebe Leute, es geht weiter für uns. Boah, dieser, ich muss erstmal hier Nachtsicht. Ich habe Antonios Frau in der Leitung. Sie scheint Ärger zu haben. Ui. Stellen Sie durch. ¿Qué pedo? Pinche puto, neta que eres, pendejo. Hey, hey, beruhigen Sie sich und sprechen Sie langsam. Die wissen Bescheid. Me mataste, hijo de la chingada. Wo sind Sie? Versteckt in der Kirche. Aber die suchen mich schon. Bleiben Sie da, wir kommen. Okay, Planänderung. Antonios Frau, Gabriella, hat Ärger mit dem Kartell. Falls wir sie rausholen, kann sie vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Natürlich, wir helfen immer den Frauen, ist doch klar. Festhalten, Leute. Wir helfen immer zuerst den Frauen, danach kommt alles andere. War ich hier richtig? Nein. So, in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen ein paar Fertigkeiten aufgepimpt, muss ich zugeben. Habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich habe meinen Truppwiderstand erhöht, ich habe die Drohne ein bisschen schneller gemacht. Nachtsicht verpasse ich der Drohne so erstmal fürs erste nicht. So gut verstecken kann es sicher auch ordentlich schnell bewegen. Und seit die kleinen Lager hochgejagt worden, wissen sie, dass wir auch das Große wollen. Aber wir reden von Tonnen von Koks. Oh mein Gott. Von irgendwas schnell zu bewegen, von Koksbergen ganz zu schweigen. Wenn wir etwas über das Kartell wissen, dann, dass sie mit Koks fast alles tun können. Wenn sie einen Koksberg unbemerkt bewegen wollen, dann finden sie einen Weg. Wir müssen dieses Versteck ganz schnell finden. Ja, aber erstmal müssen wir sie... keine Ahnung. Ach, mit denen nur mit ihr sprechen oder was? Okay, ist auch kein Thema. Boah, ich will gerade ver... Alter. Ich wurde gerade so ein bisschen geflasht gerade. Letzte Nacht habe ich von Gold. Bereit? Feuer frei! Nein, 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 nein. Er war in der Sonora-Wüste und schnüffelte im Unterholz. Drohne fliegt. Er fand, was er suchte. Seine Kojotenjungen. Kleine Also die Drohne ist auf jeden Fall schon mal schneller als vorher. Ich habe gedacht, hier werden ein paar Leute vom Kartell gerade. Geht los, bleiben Sie hinter mir. Ja pues, vamos! Bringen Sie mal Kuh. Was? Ich weiß nicht, wo ich die bringen muss, aber passt schon. Wo ist mein Auto denn jetzt? Ah, hier. Seht ihr Leute, so geht das. Das ist Kreativität. Was mag ich? Schieße! Boah, die Steuerung. Ich hätte ihnen nie etwas sagen dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Niemand tut ihnen etwas. Versprochen. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er das stimmt. Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Drogengeld ändert Menschen. Nein, dieses Leben. Man überlebt nur, wenn man auch Augen im Hinterkopf hat. Dann hört man auf, nach vorn zu sehen. Wie eine zweite Chance für ein völlig neues Leben. Ich kann vielleicht umziehen. Ich kann mein Aussehen ändern. Und auch meinen Namen.
Aber das ist kein neues Leben. Aber jetzt easy going. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man sie umlegen, bevor sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. Okay, haben wir jetzt hier mal einen besseren Wagen? Nehmen wir das hier. So, wir haben hier noch eine Mission offen, ne? Du bist das, glaube ich. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Mojocoyo preisgegeben. Hört sich vielversprechend an. Schalten Sie es aus. Ja, machen wir. Karneval y de Fastenzeit der eigenen Stadt. Santa Muerte ist ein dunkler, aber sensibler Todesengel. Und die Darstellung des Todes bestätigt das Leben. Ich habe gedacht, die Mission mit ihr ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber. So, jetzt aber schon vorbeilassen hier, danke. So, läuft. Nicht. Shit. Da fliegt nur nicht das Heli gerade links vorbei. Auf jeden Fall, die neue Drohne mit dem neuen Turm macht sich echt bezahlt. Was?
Warte mal ganz kurz, ich muss hier entlang. Oh shit, 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 shit. The fuck? Zurück, bevor sie dich entdecken. Okay, Ziel markiert. Ein Drecksack weniger. Ich habe mich schon die ganze Zeit gedacht, wo werde ich gesehen? Du hast eigentlich jetzt im Prinzip mehr Ausdauer als vorher. Eigentlich muss das schon ein bisschen Auswirkungen haben. So, und jetzt mal schauen. Da oben? Scharfschütze, oben auf dem Turm. Sich bestätigt. Bereit zum Angriff. Die haben Alarm eingerichtet. Ziel erfasst. Ich sehe einen Scharfschützen. Kann loslegen. Decke alles hin. Markiere Ziel. Umfeld beachten. So, drei Scharfschützen sind down. Sehr gut. I like that. Da ist noch ein Tango. Markiere Feind. Okay, Ziel markiert. Sehr eingeschätzt, Tor. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Ziel erfasst. Bin bereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Mit dem sind's fünf. Jetzt schon ja kein Ziel. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß auch gar nicht warum. Hä? Wenn man hier wieder nicht alles selber macht, ja. Yo, schweres Kartell-MG, neben der Coca-Lieferung. Okay, alright. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Alter, hier ist ein Scharfschütze. Sag mir wo. Da oben, auf dem Dach. Gegner getroffen. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Die Drohne ist oben. Ich habe hier einen Generator.
sehe das Ziel. Habt ihr Jungs? Ziel erfasst. Bin schussbereit. Hab ihn. Nice. Sieht doch relativ ganz okay aus für uns. Ziel markiert. Und das macht 3. Hab kein Ziel mehr. Ich hab das Ziel. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Fuck it, hell. Hey, wir haben einen Narko. Die Coca-Lieferung. Da vorne. Mein Ziel ist weg. Sicario mit einer Minigun in der Schule. Ziel erfasst. Bin bereit. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Ich habe ein Ziel mit. Tango eliminiert. Hier ist Ziel Nummer 5. Shit, ich ziehe gerade so eine Scheiße gerade. Granate fliegt. Wow. Heilige Scheiße. Haben wir es gefunden? Aber hallo, jetzt müssen wir es nur noch vernichten. Granate fliegt. Nimm das. Der Strom ist aus. Granate kommt. Come mierda, culeros. Irgendwas kommt die Treppe runter. Granate fliegt. Ich wäre zu kurz. Oder nicht? Heli im Anflug.
Granate kommt. Come mierda, culeros. So, wir haben noch 7 Stück irgendwo. Granate fliegt. Gar nichts getroffen, okay. Kann man auch so machen. Granate fliegt. Nehmt das. Wenn ihr eine wünscht, werdet ihr immer herrisch. Madonna genannt. Meine Mutter war die Erste, die mich Granate fliegt. Dann die Ninos in der Schule. Hä? Die Tangos haben den Knall gehört. Die wollen Ärger auf. Kann nicht sein. Hä, wie soll ich denn sonst darauf zielen? Die Leute sagen das, weil sie von einer Frau Scheiße, wir wurden entdeckt. Ist mir egal. Granate fliegt. Hä? Wo ist denn das Ding? Granate kommt. Scheiße. Culeros. Das kann nicht wahr, das Ding ist da oben. Wie komme ich jetzt daran? Hey, warte mal kurz. Das Ding ist da oben. Da kommt ein Heli. Granate. Gute Arbeit, Leute. Peter. Verschwinden wir hier. Ich wäre gerne dabei, wenn Idia Flores das als Sueño erklärt. Nachdem er das Hauptlager verloren hat. Das endet sicher nicht mit schönen Tag noch. Bowman, hier Nomad. Wir sind fertig. Der Hauptvorrat in Mojocoyo wurde zerstört. Großartig. Der Verlust von Antonio und dem Kokain ist sehr schmerzlich für das Kartell. Wartet. Ach, jetzt wollt ihr kämpfen, oder was? Geh's mal kurz hier lang. Da ist eine Schule. Seht ihr die Zivilistinnen da drin? Das könnten die aus Rancho Sabana sein. Wenn das eine Schule ist, wo sind denn dann die Schüler? Hubschrauber im Anflug. So, liebe Leute, ich mache hier mal einen Folgenbreak. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Ghost Recon Wildlands. Bis dahin, haut rein und tschüss.